richtig teuflisch. Ein Satansbraten. Ist ein Satansbraten eigentlich ein Braten des Satans oder... Oder was versteht man unter einem Satansbraten? Ein Schweinebraten. Schweinebraten. Oder Hirschbraten oder Rindsbraten oder... Boah, wie viele Braten gibt es eigentlich? Die Welt besteht aus Braten. Aus guten und aus schlechten Braten. Okay, Leute, hier kriegen wir vielleicht ein bisschen Probleme. So, das war eigentlich die Rettung in letzter Not. Könnte man sagen, komm schon, schieß ihn ab, verdammte Miste. Verdammte Miste. Mistikack. Pflanze lieber gleich zwei solche Schnapper. Das ist, glaube ich, effektiver. Effektiv. Ich versuche ja, meine Pflanzen immer recht effektiv zu setzen. Ja, ja. So ist das mit der Effektivität. So, Mahlzeit. Jetzt hat das den Zombie gerade runtergeschluckt. Da ist schon wieder so ein Bösling. Ein böser Ling. Hui, lustig. So, der kann den dann gleich auffressen. Nee, shit, da habe ich jetzt gar keinen mehr. Shit, sagt mir nicht. Entschuldige. Auch für das, du blöder Arsch. Ganz ehrlich, Entschuldigung. Ich wollte es nicht. Wirklich nicht. Das müsst ihr mir glauben. So, im Großen und Ganzen sind wir jetzt ja ganz groß und ganz gerüstet. Wie viel Quark ich hier immer erziele. Quark. Also ich stehe auf und dann esse ich zum Frühstück meinen großen Berg Quark. Ja, das war von Heidi. Dem kleinen Mädchen, das auch in den Bergen wohnt. Bei ihrem Großvater. War immer so lustig, so traurig und so schön. Heidi! Ich sing jetzt lieber nicht den Anfang, denn sonst gibt es wieder eine Milliarde Hates. Okay. Mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen oder dazu pflanzen. Nee, es gibt nicht mehr. Ah ja, ein paar Schlingtanks könnte ich ab und zu wieder setzen. Und die Schnapper austauschen. Ich habe ja sowieso genug Geld. Also, das macht daher gar kein Problem. Und vielleicht ein paar Kartoffelminen setzen, aber so. Sonst bin ich arbeitslos. Ist jetzt die Frage, das wäre jetzt ein Wettrennen eigentlich zwischen Schnapper und diesen, wie heißen die nochmal, Kartoffeln. Genau. Das sind nämlich wirkliche Kartoffeln. Den Kartoffelminen. Wer explodiert zuerst die Kartoffelmine? Oder frisst zuerst der Schnapper den Zombie auf. Wir werden es gleich erfahren, wenn dieser Zombie nicht aufgeben würde. Täte. Aufgeben täte. So, gut.
den Schnapper, den kann ich austauschen. So, jetzt werden wir es gleich sehen. Jetzt werden wir es gleich sehen. Der ist noch... Okay. War wohl doch zuerst der Schnapper. Schnapper Valley. Nee, das ist Schnapper Valley. Da ist der ganze Wein hier. Dieser exzellente kalifornische Wein. Also ganz ehrlich, wenn ich Wein trinken würde, dann würde ich den nicht aus Kalifornien kaufen. Sondern eher aus Italien oder so. Da, wo die wirklich exzellenten Weine herkommen. Ich meine, vielleicht ist es ja wirklich ein exzellenter, aber ich weiß ja nicht. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin überfragt. Gut, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir diese Welle wieder mal sehr tapfer überstanden. Mit großem Gefresse und großem Hunger haben wir es dennoch geschafft. Und mit über 1000 Sonnen. Was ist das? Sieht aus wie ein Schlüssel. Vielleicht ist es auch ein Schlüssel. Deppy Daves Autoschlüssel. Jetzt kannst du den Laden von Deppy Dave aufsuchen. Ich muss mal kurz das Mikrofon ausschalten. Tut mir leid. So, da bin ich wieder. War mein Opa. Okay. Hey, du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Deppy Daves Krimskrams Laden hat wieder geöffnet. Zieh dich ruhig um, vielleicht findest du ja was, was dir gefällt. Ah, das dir gefällt. Ich kann schon nicht mehr lesen. Okay, war mein Opa, denn der wollte anrufen, weil mein... Greif zu, ich bin irre, ja, okay. Ah, den kaufe ich mir, ja. War mein Opa, denn der wollte meinem Vater der morgigen des morgigen Geburtstags gratulieren. Ist schon komisch mit diesen Zombies. Manchmal sind sie echt winzig. Echt winzig und echt fies. Pass auf deine Schienbeine auf. Okay. Also ihr könnt ihm ruhig... das Video ist ja gar nicht mehr aktuell. Boah. Das würde ja keine Ahnung, wann das rauskommt. Auf jeden Fall heute zur Information. Dann seid ihr eine Erfahrung reicher, wann mein Vater Geburtstag hat. Heute ist der 26. Juni. Für die, die es interessiert. Also könnt ihr ihm gerne mal in die Kommentare schreiben. Happy Birthday, Jakobs Vater. Da freut er sich sicher drüber. Okay. An dieser Stelle guten Geburtstag, Vater. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Level, denn ich habe auf jeden Fall viel rauszuschneiden. Aber Wurst. Boah, ey, da bleiben ja gar keine Zombies mehr über. Und da wieder eine Bombe. Und da wieder eine Bombe. Und da wieder eine Bombe. Und da wieder eine Erbsenkanone. Und da wieder eine Bombe. Und da wieder eine Erbsenkanone. Und da wieder eine Kartoffel. Ah, nee, Walnuss. Ich werde schlauer.
Und da wieder eine Erbsenkanone. Und da wieder eine Erbsenkanone. Und da wieder eine Bombe. Und da wieder eine Walnuss. Und da wieder eine Seerose. Und da wieder eine Erbsenkanone. Und da wieder eine Bombe. Und da wieder eine Erbsenkanone. Nee, die hätte oben rauf gehört. Die gehörten hier. Letzte Welle. Welle. Ich kann nicht rappen. War ein lustiger Level. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und der Vollständigkeit. Was bist du denn? Eine Japalen-Nello? Nee. Jalapeno. Okay. Zerstört eine ganze Reihe von Zombies. Liebe Leute, es fällt mir schwer, von euch Abschied zu nehmen, aber mit den Schneidearbeiten wird das doch noch eine ganze Weile dauern, bis das ganze Video dann fertig ist. Und bis dahin, tschüss und habt Spaß!